OpenOffice.org, Textverarbeitung, Menüs. Die Menüs befinden sich im Weiterfenster ganz oben. Die Hauptmenüeinträge sind Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Tabelle, Extras, Fenster und Hilfe. Wenn Sie auf einen der Menünamen klicken, wird eine Liste mit den dazugehörenden Optionen angezeigt. Datei enthält Kommandos, die sich auf das ganze Dokument beziehen, wie zum Beispiel Öffnen, Speichern, Exportieren als PDF. Bearbeiten enthält Kommandos für die Bearbeitung von Dokumenten, wie zum Beispiel Rückgängig, Suchen und Ersetzen. Ansicht enthält Kommandos für die Anzeige eines Dokuments, wie zum Beispiel Maßstab und Weblayout. Einfügen enthält Kommandos zum Einfügen von Elementen in ein Dokument, wie zum Beispiel Kopfzeile, Fußzeile und Bilder. Format enthält Kommandos zur Formatierung Ihres Dokuments, wie zum Beispiel Formatvorlagen, Absatz und Nummerierung und Aufzählungszeichen. Tabelle zeigt Kommandos zum Einfügen und Bearbeiten einer Tabelle in einem Textdokument. Extras enthält Funktionen wie Rechtschreibprüfung und Anpassen und Optionen. Fenster enthält Kommandos für das Anzeigefenster und Hilfe enthält Links zur Programmhilfe und Informationen über Writer. OpenOffice.org Textverarbeitung Symbolleisten. Writer besitzt verschiedene Typen von Symbolleisten, andockende oder schwebende und Abreißsymbolleisten. Schwebende Symbolleisten können an andere Stellen im Fenster verschoben werden oder am Fensterrand angedockt werden. Die oben im Programmfenster andockende Symbolleiste wird als Standard-Symbolleiste bezeichnet. Diese Standard-Symbolleiste finden Sie in allen OpenOffice.org-Anwendungen. Die Symbolleiste, die sich direkt darunter befindet, wird Format-Symbolleiste genannt. Schwebende Symbolleisten. Writer enthält mehrere kontextsensitive Symbolleisten, die standardmäßig als schwebende Symbolleisten konzipiert sind, abhängig von der aktuellen Cursorposition oder Markierung. Wenn sich zum Beispiel der Cursor in einer Tabelle befindet, erscheint die schwebende Symbolleiste Tabelle. Und wenn sich der Cursor in einer nummerierten Liste befindet, wird die Symbolleiste Nummerierung und Aufzählungszeichen angezeigt. Sie können diese Symbolleisten oben, unten oder seitlich im Fenster andocken. Langklick-Schaltflächen und Abreißsymbolleisten. Schaltflächen mit einem kleinen Dreieck auf der rechten Seite zeigen Ihnen Untermenüs, Abreißsymbolleisten und andere Möglichkeiten der Auswahl durch einen Langklick jeweils abhängig von der Schaltfläche. Die Abreißsymbolleisten sind immer frei schwebend und können in keiner Ecke angedockt werden. Um eine Abreiß-Symbolleiste zu verschieben, klicken Sie sie in der Titelzeile an und ziehen sie mit gedrückter Maustaste. Anzeigen oder Verbergen von Symbolleisten. Um Symbolleisten anzuzeigen oder zu verbergen, wählen Sie Ansicht, Symbolleisten. Eine aktive Symbolleiste besitzt einen Haken neben ihrem Namen. Symbolleisten verschieben. Um eine Symbolleiste zu verschieben, platzieren Sie den Mauszeiger über dem Symbolleistengriff,
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Symbolleiste an eine neue Position. Um die Symbolleiste in einem anderen Bereich anzudocken, platzieren Sie den Mauszeiger über dem Symbolleistengriff. Halten die linke Maustaste gedrückt, ziehen die Symbolleiste an ihre neue Position. Wenn ein grauer Rahmen die neue angedockte Position anzeigt, lassen Sie die Maustaste los. Die Symbolleiste dockt an ihrer neuen Position an. OpenOffice.org Textverarbeitung Lineale. Um die Anzeige der Lineale zu aktivieren bzw. deaktivieren, wählen Sie Ansicht Lineal oder wählen Sie Extras Optionen OpenOffice.org Writer Ansicht Ansicht Lineal. Okay. Ciao und viel Glück.